Hab noch was Schönes für euch. Packen wir gleich zusammen aus. Ich muss erstmal die ganzen Sachen, die Wolle heißen, hier erstmal rausholen. Ja, da haben wir mal ein bisschen zugeschlagen wieder an Wolle, weil günstig. So. Die fand ich auch mega. Ups, Entschuldigung, aus dem Bild raus. Mega. Von Knit Pro. Basis, Basics. Zwanzig Zentimeter, Stärke Nummer 7. Und das gibt es bei Temu. Sehr interessant. Das gab es jetzt nicht. Habe ich nicht von Hobby. Das habe ich von. Oder habe ich es doch von Hobby? Nee, das war in der Temu-Tüte drin. So, war das noch was hier drin? Nee. Nee, 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 nee. So, ich drücke mal eben auf Stopp. Wir schauen uns das Ganze mal genau an. Das ist hier also wirklich, ich würde mal sagen. Es ist Mohair, aber irgendwie ist das ein Lace-Garn, oder? Was? Ich kenne mich mit Lace-Garnen nicht aus, aber das ist so ein komisches Fummelgarn, sag ich immer dazu. Ja, wenn ich hier richtig lese, handgewoben, handgefertigt, das Garn. Mohair. Jetzt schauen wir mal, was hier für Daten draufstehen. Eieiei. Mit 2,0 Häkel oder Stricknadel. Ich freue mich jetzt schon. Na, wundervoll. 30, ach so, nee, 30 Maschen mal 40 Reihen. Das lese ich jetzt daraus. Hier habt ihr euren Farbnummer 02, Farbpartie 72. Ah, hier kommen wir der Sache näher. Also so viel Mohair ist jetzt hier auch nicht drin, wie ihr lest, ne? 43% Polyester, 40% Acryl, 11% Nylon, 6% Mohair nur. Aber es steht dick und fett drauf, Mohair. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Wenn nur 6% drin sind. So, was haben wir hier noch Schönes stehen? Ja, Handwäsche ist ja klar, ne? Das ist ja wohl Logo. Ja, und hier ist dann die, ja, will ich sagen, Verarsche, aber naja, ne? Steht dick und fett drauf, Mohair, also 100% Mohair drin sind, aber stimmt das gar nicht. Auch nicht schlecht. Ja, gut, das sind die Daten dazu. Jetzt haben wir die Lauflänge noch gar nicht. Wo ist denn die Lauflänge? Wenn ihr sie seht, alles klar, ich sehe sie noch nicht. Oder ich bin wieder blind auf den Augen. Oder ich kann nicht lesen, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder wie war das noch, ne? Ich kann mir da echt nicht helfen, dass ich den Spruch immer wieder leider bringen muss. Ja, liebe Leute, wo ist jetzt hier die Lauflänge und die Grammzahl? Eigentlich müsste das doch hier mit draufstehen. Sehr komisch. Also ich kann es drehen, wie ich will, davon wird es nicht besser, ne? Wenn ihr es gelesen habt, dann ist alles okay. Ich lese es zurzeit gerade nicht. Ich kann es drehen und wenden, wie ich möchte. Es ist wahrscheinlich wieder irgendwo ganz klein versteckt geschrieben, wo ich jetzt nicht drauf komme, wo es denn stehen könnte. Ja, nö. Nö. Also ich lese jetzt keine Grammzahl und auch keine Lauflänge. Ja, ich drehe nicht zum dritten oder vierten Mal. So, die Farben waren super. Die fand ich richtig krass gut. Ich gehe jetzt mal von 50 Gramm Bobbel aus hier. Sag ich jetzt mal. Ja. 50 Gramm, glaube ich.
könnte das jetzt vom Wiegen her eine Hand sein. Ich will mich da aber auch jetzt nicht festlegen, ne? Ist aber auch eine lange Lauflänge, würde ich mal sagen, weil da ist ordentlich was drauf. Oh Gott. Ja, dann muss ich gucken, was ich daraus mache. Es wird jedenfalls dann nichts, was ja, kratzen tut es scheinbar nicht auf der Haut. Dann mache ich daraus wohl Tops oder so. Ein Top, mehrere Tops. Genau. Steht denn hier was drauf auf der Packung? Ich gebe noch nicht auf, ne? Andersrum. Ja, kommt aus China, alles klar. Aber darum haben wir immer noch keine Lauflänge. Lesen wir hier was Schönes. Nur die Farbe. Made in China. Nee, Leute, ihr seht es selber, hier ist nichts, ne? Guckt da. Da steht nichts drauf. Ich kann es nicht ändern, Mann. Ja, gut, okay. Das war dann das, was ich von Temu bekommen habe. Stopp, die Stricknadeln. Handy bleibt da. Oh, so. Die muss ich eh auspacken, von daher. So, geht doch. Eine Nadel. Ja, das macht Sinn. Ich meine, das ist sogar Birkenstock gewesen. Eine ganz normale Stricknadel. Jo. Stinknormale, dicke Strumpfstricknadel, Nadelspielnadel. Ja, ihr müsst ja auch jetzt nicht hier reingehen. Ich wollte es euch ja nur mal zeigen. 7 mm Nadel. Genau. So. Das war dann wirklich jetzt, das war das zweite Unboxing und das war's. Ich hätte es auch in eins reinpacken können. Tut mir leid, sorry. So, bis zum nächsten Mal.